Guten Morgen, meine Freunde. Hallöchen. Gerade haben wir geschlafen. In der letzten Folge, glaube ich, war es noch Nacht. Jetzt haben wir gerade geschlafen und ich bin einmal durchs Feuer gelaufen, deswegen habe ich mehr Rüstung. Weniger Rüstung. Hey, Skull, lauf ein paar Mal durchs Feuer, da hast du die Rüstung voll. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was wir letzte Folge alles gesagt haben, was wir machen wollten. Aber der neue Plan ist, der aktuelle Plan, dass wir die Bauprojekte mal endlich zu Ende kriegen. Die 95 Stämme noch, weil dann haben wir eigentlich erstmal alles. Und dann wird... Genau. Also eigentlich wollen wir jetzt diese Bauprojekte, die zwei kurz abschließen, Turm und Lagerhaus. Dann würden wir sagen... Gut, Lagerhaus wollen wir erstmal, glaube ich, nur die Plattform machen, oder? Oder magst du dann die Wände uns auch schon setzen? Nee. Nee. Stimmt, ja. Achso, wir haben jetzt... Du holst dir das... Wo ist eigentlich das Ding? Wo ist das Baumschiebe-Ding? Das ist hier. Das Pink... Pink, ja. Wir sollten vielleicht die Farbe ändern. Ich hol's mal schon. Nee, du kannst es doch mal, du kannst es da stehen lassen, weil ich da genau weiter fälle. Ich mache jetzt hier noch ein paar und dann. Hallo? Ach, das sind schon wieder Hotkeys? Achso, Hotkeys. Wo ist ein Typ? Da hinten, wo es brennt. Ah, ja. Da? Okay, ich geh mal dahinter. Ja. Ich geh mal auf die andere Seite. Ich geh mal hier hinter. Ja. Ah, jetzt habe ich das Essen vergessen. Scheiße. Ich glaube, ich esse einen Snack, ganz ehrlich. Ja, scheiß drauf. Und ich trinke eine Soda. Ich glaube, das Zeug können wir jetzt ruhig mal anfangen zu verwenden, weil... Ach, wir haben so viel davon. Hell. Ja, falsche Taste gedrückt, deshalb habe ich Medizin reingehauen, obwohl ich es gar nicht brauche. Ja, Medizin ist vielleicht doch eigentlich, ich weiß nicht, unwertvoll würde ich nicht sagen. Nee, aber wertvoll würde ich auch nicht. Achso, die setzen wir hin. Ich meine, wir finden genug Medizin und haben eigentlich genug Medizin, aber es kann doch mal ganz schnell. Ja, so, das ist mal das Problem beim Hardcore-Mod, das ist, dass man nicht so verteilt, sondern ganz langsam, wenn man Medizin nimmt. Wow, das war knapp. Holy shit. Komm, die 95 schaffen wir in der Folge. Ja, das dürfen wir uns halt nicht ablenken lassen. Durch Hunger oder so. Einfach durcharbeiten. Ja, einfach Snacks und wenn die Energie weg ist, einfach direkt Energie klatschen, also oder so ein Energie-Mix. Snacks und Soda? Ich hab's richtig bohrt, ich wollte nichts sagen. Ich bin auch schon mal gestorben beim Baum. Ich bin auch schon mal gestorben, weil ein Baum auf mich gefallen ist. Das weiß ich noch. Ich dachte, das musst du auch mal durchleben, damit du weißt, wie es ist. Sehr nett von dir, danke. Ich weiß. Ein sozialer Mensch. Wow. Mit einem Drang zum Sadismus, aber. So, dann hier durchs Tor durch. Also ist erstmal den Turm, oder? Ja, mach den Turm, weil der ist schon fast fertig. Gut. Mann, da schiebe ich echt lange, bis ich da mal wieder drin bin bei uns. Ja, aber ich weiß nicht, wo ist denn das nächste aktuell? Wo ist der nächste Punkt vom Wald? Was meinst du? Ja, welche Tür ist am nächsten am Waldrand? Ach so. Ja, wir sind jetzt generell sehr weit entfernt eigentlich, also... Ich weiß nicht, langsam könnte man eventuell überlegen, mal eine kurze Nacht wachsen zu lassen. Nein, niemals. Ich glaube, bis hier auf den Zack laufen alle Bäume dann da, oder? Das war ja ganz krass, dass auf dem alles da steht dann. Scheiß schwerer Angriff. Oh. Nee, sag mal. Es hat was, blöd gesagt, zu sehen, dass man da schön vorankommt, die ganzen Bäume weggeholzt hat. Aber für die ganzen Bauprojekte ist es halt kontraproduktiv, dass man so weit latschen muss. Ja, das stimmt schon. Weil aktuell geht's noch, ich kann mich aktuell eigentlich nicht beschweren. Er fühlt sich trotzdem sehr nah an, teilweise. Ja. Ich sag mal, es ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn da ein bisschen freie Fläche ist. Weil da sieht man einfach die Eingeborenen besser und so. Eigentlich denn das nächste, was an unserem Wald dran ist, ist eigentlich hier.
Naja. Weil da ist Sixe richtig, die da, da haben wir sogar noch die unsere, mal unsere Wände kaputt gemacht, das weiß ich noch. Ist das überhaupt zu, ja, oder? Ja. Deswegen werde ich hier jetzt auch mal ein, zwei fällen, oder? Ich fäll hier mal ein, zwei. Boah, Alter, das war jetzt echt gruselig. Die greifen unsere Siedlung an. Was? Ich bin schon da. Ich komme. Oh, fuck. Ich hab doch ge... Ah, Headshot. Schön, schön, schön. Alter, die haben da unsere Mauer angegriffen. Ich hab doch richtig gehört, ey. Die haben da richtig drauf gekloppt. Wow, die sind jetzt echt weit weggelaufen. Ich halte mal aufs Feuer. Ja. Ich hab erst gedacht, das war irgendwie ein Bug oder sowas. Aber nee, es war wirklich dieses komische Rumgeheuchel da von denen. Ja, aber warum haben die jetzt einfach die Wand angegriffen? Wir waren nicht mehr drin oder sonst irgendwas. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, das ist irgendwie nervig. Ah! Ich höre es wieder. Ich greife wieder irgendwas. Ja, wieder die gleiche Stelle. Oh. Oh, geh nicht immer ein Stück zurück, echt. Ignorierst du die oder was? Ja. Headshot! Bitch. So. Der Lurat. Ja, neben dir liegt die Leiche übrigens so. Ja. Nehm ich mit. Ja, schon wieder reparieren, was du hast. Zum Glück, ich bin so froh, dass man fürs Reparieren kein Holz braucht oder so, ey. Ja, das ist echt Gold wert. Hey, komisch, der hat das angegriffen, aber ich kann das. Hä? Was hat denn ja, manchmal kann man es abbringen, manchmal nicht. Manchmal machen sie vielleicht doch nicht so den Schaden. Ja, keine Ahnung, ich glaube. Wenn sie eins veranstaltet, irgendwo dagegen hauen, macht es vielleicht keinen Schaden. Ja. Hä, der brennt ja immer noch. Nee, jetzt ist die zweite Leiche, die Frau. Ach so. Die du gehatchattet hast. Hast du die Knochen schon rausgenommen gehabt? Ja. Ach so, gut, weil ich habe noch zwei Knochen waren da drin. Wir lassen uns wieder ablenken, merkst du das? So. Nö, ich hab das Holz wieder geholt. Achso, ja. Jetzt nur noch 71. Ah, oh, das gibt's nicht. Was hab ich denn mit dem scheiß Feuer? Ja, ja. Nicht mit dem Feuer spielen. Aber das macht die ganze Zeit meine Rüstung kaputt, Alter. Das ist so sinnfrei. Ja, wieso machst du das denn dann? Ja, ich laufe da nicht mit Absicht durch. Das ist so, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Zack, und einen Hasen habe ich auch nochmal. Das läuft ja richtig gut. Lustig, jetzt haben wir ja nicht mehr das Nahrungsproblem. Nee, jetzt die ganze Zeit irgendwie Lurch, Hase, Reh. Ja. Da sind sie schon wieder. Ich fresse einen Besen, Alter. Ich habe gedacht, du bist das auf einmal. Das war jetzt gerade ein bisschen. Scheiße. Hier. Take that, take that, take that. Ah, das schaffst du schon. So, erstmal während dem Kampf noch im Pfeil raus. Hey, das war mein Pfeil. Hä? Hey. Nee, du hast doch gar nicht auf ihn geschossen. Doch, ich hab auf ihn geschossen. Ich hab ihn sogar getroffen. Also, dann kannst du ihn zurücktragen. Was? Ins Feuer. Oder lass mal liegen. Nee, Knochen bräuchte man. Nee, Knochen brauchen wir echt viele. Weil Rüstung geht schnell weg. Zum Beispiel, wenn einmal ins Feuer läuft oder so, ist die Rüstung schnell weg. Da ist wieder ein Lurch, aber ich lasse ihn mal. Und für so manches Möbelchen bräuchte man auch ein bisschen Knochen. Ich weiß nicht, in der ersten Staffel hatten wir so zwei separate Feuer: eins zum Leichen verbrennen und eins zum Futtern. Das war cool. Unser Leichenverbrennlager Feuer. Ach nee, das ist gar kein Lurch, das war ein Koffer. Ich dachte mir so, hä, der ist ja immer noch da. Der Lurch. Also das Schreien ist manchmal echt irgendwie. Das ist übel teilweise. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, so gemütlich irgendwie rumhackt oder so, dann reißt es einen manchmal richtig. Vor allem in Hardcore guckst du dann doch mal um dich, weil die dann plötzlich hinter dir dich auf dich springen. Ja, weil ich immer Angst habe, dass er vom hinter mir stehen dann. Ja, so und dann plötzlich so ein Schlag und dann zack, halb tot. Ja, da ich hau die Knochen dann ins Lager rein, ne? Ja, bitte. Danke. Weil ich glaube, jetzt wäre es fair, wenn ich die bekomme.
Ich bin da voll oder so. Ja, toll, ich habe jetzt. Kannst ja gar nicht nutzen. Ich habe insgesamt 6. Also durch das zweimal Verbrennen habe ich 6 solche Rüstung verloren. Ja, das meine ich. Ich bin gleich tot. Oh, fuck. Oh, Arschloch. Was? Oh, jetzt rennt er einen Baum hoch, oder was? Alter. Kommst du zurück? Ja, ich renn gerade zurück. Weil jetzt bin ich ganz leer. Hab nur noch so ein Futzerleben. Nein, Alter. Was für eine Scheiße. Ich hack da halt. Ich rede noch davon. Ja, ich tue den Baum fällen und plötzlich. Hä? Was? Block, dreh mich um und find den erstmal nicht und dann war ich schon halb tot. Na, Medizin hast du ja, oder? Wir haben ja genug Medizin. Ja, Medizin. Ist gut. Eine gute Rüstung, Alter. Weißt du, und dann haut er mich ein paar Mal drauf und dann rennt er weg und klettert einen Baum hoch. Der mir. Was? Ich glaube, ich sehe mal. Drei Knochen noch. Okay. Also mindestens eine Leiche noch. So. Snacks haben wir aber gar nicht mehr so. Ach doch, da ist noch ein Regal mit Snacks. Alles klar, dann esse ich den Snack. Also der Turm ist bald fertig. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Also so... 4 Bäume noch oder so? Ja. Das hab ich schon vergessen. Easy way. Mama. Da oben läuft hier wieder einer, Alter. Bei dir. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Oh. Haha. Lol, Alter. Was? Oh, das sind noch viele. Nicht dein. Ernst? Lol, hat doch funktioniert. Ja, da ist ja noch eine. So, ich habe einen Lurk und noch einen Headshot verpasst. Hä? Bist du nicht stark? Ah, ja. 2 Headshots, perfekt. Gut, dann nehme ich mal die eine Leiche. Kann man eigentlich die Leichen auf den Wagen transportieren? Nicht, oder? Nee, leider nicht. Das geht nicht. Das wäre auch manchmal ganz schön praktisch. Alter. So, wo hat denn jetzt die zweite Leiche? Bitte greif jetzt nicht an, ich suche die andere Leiche von euch. Ah, da ist er. So, nicht angreifen. Ich möchte nur kurz da hinlegen. So, jetzt kannst du kommen. Jawoll! Lachen bei dir! Irgendeinen habe ich mal angefangen zu hacken und dann stand er hinter mir. Ich weiß nicht, welcher das war. Also hier liegen nur mal 2 Leichen. Ich habe sie da schon mal hingelegt, dass wir es wieder finden. Irgendein Baum war schon halb weggehackt. Oder hast du den fertig gemacht? Nee, oder? Ich weiß nicht. Hat ein bisschen komisch ausgeschaut, der Baum bei mir. Kann schon sein, dass es vielleicht der war. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich... Doch, komm, die Knochen, die sind wichtig. Da darf man sich ein bisschen ablenken lassen. Ja, die Knochen, die sind wichtig. Bitte, weil ich habe irgendwie ganz schön Rüstungsverschleiß. Hoppala. Schüler Desktop. Das ist das Problem, wenn man ja, glaube ich, 5-mal hintereinander Shift drückt, dann kommt ja diese blöde Nachricht, ne? Ja. Und wenn die ganze Zeit Ausdauer leer ist, dann drücke ich immer wieder Shift. Nee, ich bleib da immer stehen und beweg mich aber nicht. Ich guck einfach nur in die Richtung und guck da und guck zu, wie es hochgeht eigentlich. Also bin ich echt geduldig in der Hinsicht. Okay, wo ich immer das Problem habe, ist bei der Ausdauer, wenn ich Holz hacke. Alter! Oh, sind da viele! Uiuiuiui! Oh, lol, wie der da rumspringt. Holy shit. Ja, man kommt einfach nicht mehr dazu. Da irgendwie. Wow. Das sind viele, ne? Ja, das sind echt viele. Boom. Oh, war kein Headshot. Hoppala, ja. Nein, Bogen! Ja!
Wow, das ist ein Baumstamm. Weg, 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 weg. Das, Richtung Floß oder sowas. Das ist gerade ein bisschen heftig. Das ist so schwer auch irgendwie zu entkommen. Wo ist denn das Floß? Ach, da hinten im Wasser. Kommst du? Nein, ja, die machen die Mauer kaputt. Meine Ausdauer ist gerade... Fackele. Ich habe schon wieder keine Rüstung. Meine Fresse, ja, die Mauer wird zerstört. Also, da habe ich keine Chance. Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, sind das viele. Ja. Warte, ich muss mal hier ganz kurz... Oh, Energie. So. Kann ich eigentlich schon ganz gut eigentlich dieses Ausweichen, dann springst du vorbei und dann von hinten drauf an. Jetzt rennen sie alle weg und jetzt greifen sie wahrscheinlich die Mauer an. Nee, doch nicht. So, einer ist tot. Weil ich hab wieder, ich bin nur am Rüstung auffüllen. Ich hab schon wieder keine Rüstung und mein Leben verloren. Ja, aber irgendwie, die haben dich ja auch richtig umzingelt, ey. Ja, weil die immer so, wenn sie dich angreifen, diese springen, ne? Wie ist dich weggedrückt? Hast. Jetzt kommen die wieder zurück, ey. Scheiß ein Besen, Alter. Ja, du musst mal probieren, also blocken, wenn sie springen, dann zur Seite gehen, dann springst du vorbei und dann kannst du eigentlich von hinten drauf kloppen. Das funktioniert eigentlich einigermaßen gut bei mir, muss ich sagen. Oh nee, Alter, was? Wie assi war das denn jetzt? Ich fress einen Besen, Alter. Wie viel Pech habe ich eigentlich? Missgeburt. Alter, weißt du? Das war jetzt so assi. Ich habe gerade gegen einen so geblockt und was weiß ich. Und genau in dem Moment, wo ich den angreifen will und schlagen will, ne, kommt einer von hinten. Ja. Komm schon, der war schon am Boden. Stirb. Arsch. Weißt du was? Weißt du, was du davon hast? Nein, lass ihn liegen. Also, wo bist du? Ich weiß ganz genau, was du hast. Was du das? Meine Rüstung. So. Nee, das klappt ja immer noch, ne? Also auch wenn man die ganzen Gliedmaßen abhaut. Das ist eine schöne Kopfbombe. jetzt ja. Aber ein bisschen unlogisch, ne? Weil die Kopfbombe sieht jetzt ganz anders aus, weil der hat eigentlich diese Maske aufgezogen. Hat so. Er dann, hat er dann. Oh, ich mach zu. Ciao. Oh. So. Hier, fang mal die Bombe. Zack, werfen. Ah, ne, die greift noch schwer. Oh, der ist über die Mauer. Der ist über die Mauer gesprungen. Was? Der ist drin. Wie, der ist über die Mauer gesprungen. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug war mit der Türe, dass er sich da gerade hochgeglitscht hat. Alter, man kommt ja gerade zu gar nichts. Das nee, ist ja überhaupt nervig. Nicht. Das ist gerade richtig pervers. Kann ich da irgendwie reparieren? Nein, nein, nein. Hm. Also anscheinend hält die Mauer schon was aus. Also manchmal müssen wir gar nicht reparieren, obwohl sie dagegen haben. Ja, das denke ich mir auch schon oft. Was? So. Also Knochen sind wieder im Lager, wenn du welche brauchst. Ja, ich habe gar keine Rüstung mehr. Mein Leben soll, ich kann auch gleich wieder einen Medic nehmen. Ja, die greifen mich. Ich habe nur so viel Pech, weil die greifen mich dann genau in dem Moment zu zweit oder keine Ahnung was. Das ist. Ja, ich sehe es ja. Die nehmen nicht mehr richtig in die Mangel. So, jetzt ist er da. Oder ich bemerke das gar nicht, dass die teilweise hinter mir sind. Jetzt haben wir richtig viel gekämpft. Das ist so abartig. Aber das trotzdem haben wir gar nicht... insgesamt so 8, 9 Pinkbäume, die müssen niedergeschlagen. Ja, aber irgendwie... Knochen sind jetzt nicht so viel dadurch entstanden, weil ich dementsprechend auch viele Knochen verloren habe, ne?
Das ist das Traurige. Und was auch sau oft vorkommt, dass alle ruhig sind. Ich denke mir, oh, jetzt gebe ich einen Headshot. Und genau in dem Moment rennen sie alle auf mich zu. Ja. Und das Waffenwechseln dauert echt lange in dem Spiel. Ja, nicht wie in Call of Duty, so zack. Komm, ey, ich mag den Turm fertig kriegen, diese Folge. Und jetzt wird schon Nacht. Also vor der Nacht wird es nicht mehr schaffen, denke ich. Hoffen einfach mal, dass wir dann schnell schlafen können. Die ganze Zeit Angst, dass ich wieder angegriffen werde hier. Aber Leben ist ja voll, oder? Nee, füllt sich gerade auf. Achso, aber du bist dabei. Zwei Rüstungen, die sind aber auch sofort weg, das weißt du. Naja, das stimmt, ein Schlag. Ja, gleich haben wir es geschafft. Zwei Bäume ungefähr. Da hinten liegt ein Baumstamm. Nee, drei Bäume. Lol. Mitten im Wald liegt ein Baumstamm. Ich denke mir so, hä, was leuchtet da so? Ja, Gott. Ah, nee, da sind sie wieder. Alter, wie sie sich anpirschen, ey. Leck mich am Arsch. Wie dreckig. Na gut, dann gehe ich jetzt nicht mehr raus. Ich sehe den Eingang nicht. Ah ja, da wollten wir noch was machen. Jetzt, wo du sagst. Ach ja, stimmt, die Lichter. Das ist uns genau das nicht passiert. So. Warte, ich habe wohl wieder ein paar Knochen. Oh, das ist gut. Na gut, waren es nicht viele. Ja, ich habe nur drei gebraucht, damit ich nochmal eine Rüstung machen kann. Ah, ich habe ja das Fleisch. Ach, schon, das ist eigentlich schon hart, ne? Ich hatte so viel Stoff, ne? Jetzt bin ich wieder bei 40 Stoff eigentlich. Das geht so. Also Stoff ist hier, glaube ich, das Schwierigste. Ja. Aber jetzt haben wir ja so ein Lager gefunden, eigentlich, wo wir ganz gut nachfüllen können. Ja, das stimmt. Und immer gut nach. Okay, gehen wir mal. Kann man schon schlafen? Nee, dauert noch ein bisschen. Ja. Wir sind, glaube ich, wieder ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Das war diese eine Tour da, das war ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man dann die Höhlentour macht, dann könnte man vielleicht wieder. Ja. Dann kann man dann wahrscheinlich eh die Nacht mal durchmachen. Ja, Gott sei Dank. Vor diese Türe wollen wir jetzt eigentlich auch nur diese Ständer hin? Was? Weil in der ersten Staffel haben wir, glaube ich, so Feuer gebaut, aber die sind mal wieder ausgegangen. Genau, wir hatten so fette Fackeln dort, ja. Und die sind, ja genau, die sind immer wieder ausgegangen. Und die sind halt Dauerbrenner. Das ist ein richtiger Dauerbrenner, ja. Ja, aber die bringen relativ wenig Licht. Das ist das Doofe. Ich hätte gerne so FNGs wären geil davor, aber die brennen, aber die müssen halt immer wieder anzünden. Das ist halt das. Weil das immer wieder anzünden ist halt irgendwie nervig. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Vor allem, wenn man es braucht, dann brennt es nicht. Ja, aber wir müssen mal ausprobieren. Das ist ja ewig, wo wir es ausprobiert haben. Vielleicht brennt es jetzt dauerhaft, aber ich glaube es sogar nicht, ehrlich gesagt. Na, ich glaube nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht. Aber stimmt, Effigies und so ist. Naja, gut. Irgendwann mal, wenn wir nichts mehr zu tun haben, wie gesagt. Ne, Effigies kommen ganz zum Schluss ab, bevor wir schlafen gehen. Ich kann noch ein Luch aufhängen. Ach, es stimmt, die haben ja alles voll gemacht, ne? Hä? Hier kann man was reparieren? Warum kann ich. Ach, das war der Boden, ne, der nicht zu reparieren geht. Ja. Naja, schlafen geht gleich. In wenigen Sekunden. Ich frag mich echt, ob da irgendwann mal drei Hasen drin sind. Ich glaube nicht, aber ich denke mir dann, wozu brauchst du es dann? Aber was? Ja genau, wozu? Wozu ist der dann was da? Was bringt einen der Hasenkäfig? Oder muss man den irgendwie anspuren oder so? Aber füttern oder so kann man die auch nicht. Da muss ich würde ja vielleicht verstehen, dass man vielleicht Bären oder sowas reinhauen muss und Wasser oder so, aber... Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir uns mal erkundigen. Naja. Ob wir da irgendwas falsch machen oder... Ich speichere erstmal. Und jetzt schlafen. Geh mit deinem Schädel aus meinem Bildschirm. Danke dir. Nein. Doch.
So, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? So, ich glaube, ich lasse die Büsche jetzt mal ein bisschen wachsen, ja. Ach nee, ich esse jetzt ein Fleisch. Weil wir haben jetzt doch ganz schön viel von dem Zeug. Komm. Lurch habe ich Bock drauf. So, dann haben wir hier was. Ah ja, da hinten. Gut, perfekto. Dann den Rest esse ich mit einem Snickers. Ja, das Lagerhaus hier gefällt mir richtig gut. Ja. Wenn das noch einigermaßen voll ist, dann oh yeah. Oh yeah. Das gefällt mir auch sehr gut. Halt, ich habe glaube ich noch irgendwie Fell oder sowas. Oh, stimmt. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe noch einen. Okay, hier ist... Okay, Haas ist voll. Achso, sortierst du? Ich wollte es auch gerade machen. Ja gut, dann sortier du. Dann ist mein innerer Monk befriedigt. Na gut, dann sagen wir einfach links und rechts Haas, in der Mitte Reh. Und dann kann man dann noch erweitern. So, ich aber normale, also das Fell glaube ich relativ schnell wieder, wenn man macht oder sowas. So, scheint clear zu sein. Ich will halt die Bäume in der Hinsicht nicht wachsen lassen, weil ich auch ein bisschen Angst habe. Ich bin eigentlich ganz froh, dass der Wald vielleicht ein bisschen außerhalb ist. Ja, ja, ich wollte auch schon sagen. Wegen den ganzen Angriffen und so, da können wir besser kämpfen, beziehungsweise sehen wir schneller, wenn sie angreifen. Und ich habe immer Angst, dass sie... Vor allem mit dem über den Turm hat sie dann noch Vorteile. Ja, das sowieso. Und weil sonst bringt der Turm ja nichts. Ich habe dann immer Angst, dass die dann über die Bäume in unser Ding schnell springen können. Ja, weil die machen das ja die ganze Zeit. Dann wird rumspringen und so. Oh Gott. Ja gut, wir haben jetzt nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte. Ne? Ich wollte eigentlich wirklich fast die 90 Baumstämme loskriegen. Aber... Ja, die haben uns halt nur noch angegriffen, das war ja furchtbar. Komm, aber jetzt schaffen wir noch ein paar. In den nächsten 3 Minuten, da geht noch was. Ja. Auf geht's. Ja, den Turm kriegt man fertig, den kriegt man so fertig. Ach. Also diesen einen Baumstamm... Na, halt, das ist ein Felsen. Nein. Jetzt zugemacht. Glaubst du, die greifen da immer nur so bestimmten Zeiten an, also beziehungsweise so eher Abenddämmerung und so? Oder ist das willkürlich? Habe ich mir auch schon überlegt, aber irgendwie kommt es mir jetzt ziemlich willkürlich vor. Ja, weil manchmal, ja eigentlich... Ja gut, schon. Vorhin war es vielleicht auch eher so spät. Ja, es ist immer so, immer kurz vor der Nacht, also immer wenn du kämpfst, dann ist gleich Nacht. So in der Früh ja, relativ selten eigentlich. Oh, 4 Baumstämme nur noch, dann ist der Turm fertig. Aber ich will es eigentlich auch gar nicht da schreien. Ja, da könnte man sich ein bisschen danach richten, irgendwie. Oh, was ich immer so hasse, wenn du Holz, dass du so einen Baum fällst. Und dann haust und haust und haust und irgendwann bist du die Ausdauer leer, aber du hast trotzdem 3-mal drauf gedrückt wegen dem Rhythmus. Und dann macht er so 3 Schlappschwanzschläge und die kriegst du einfach nicht weg. Ja. Und du musst mal warten, bis er gemacht hat. Oh. Ich drehe mich die ganze Zeit um, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, Schritte hinter mir zu hören. Das ist echt. nee. Ach, hier ist mein Angefangener. Guck. Ein Schlag, dann war der fertig. Ja, lustig. Der war doch noch da. Ich glaube, ich würde es gern so lang, wirklich, bis es uns wirklich. Ich hab, oh Gott sei Dank, ich hab frühzeitig gehört. Ah, nein, nicht zum Baum rennen. Boah, das war jetzt auch knapp. Ich mach hier mal kurz hier einen Haufen. Na, wo bist du? Da. Gut. Ich nehme Freunde mit. Kannst so, du noch mal... Und snip. Oh, es ist weggelaufen. Achtung, der eine Show. Ich finde es aber geil, wie sie drüber jumpen über so Baumstämme und Felsen, ne? Das war doch ein Headshot. Nein. Beweg dich nicht. Ja. Was? Jawoll. Ah. Ach, jawohl. Verdammt.
Der eine haut ab. Du nimmst den hinteren, ich den vorderen. LOL! Da ist eine in unserem Lager drin und haut da gerade drauf auf die Mauer, ey. Hä, wie geht sowas? Ja, weil. So, erstmal Headshot. Im Lager, ist die schon wieder drüber gesprungen oder was? Nee, das Tor war offen, wahrscheinlich. Ach so. Ich mach immer das Tor zu. Ja, aber es war ein bisschen nervig mit diesem Ding, mit dem Wagen. Ja, gut, stimmt, ja. Kann ich nachvollziehen, aber wir müssen halt dran denken, wenn die da drin sind, dann ist auch scheiße. Dafür haben wir ja das Ding. Ich hätte gern so einen Automatismus. wo rollen die denn hin? Bleibt. Was? Entschuldigung. Nee, ich habe das für ein bisschen Haufen gemacht, dass ich da. Ich kann es nicht aufhalten, ich roll mit. Ich helfe dir schnell, weil wir müssen dann die Folge beenden und. Vier Baumstämme nur. Geil. Zwei noch. So da. Tada! Geil. Ich mach hier mal das Tor zu. Ja, jetzt das ist ganz lustig, ich glaube, es haben wir eine Errungenschaft bekommen. Du solltest lieber mal nach Jimmy suchen. Wahrscheinlich, wenn man zu viel baut oder so. Echt, ich habe keine bekommen. Nicht? Nee. Okay. Cool. Ja, vielleicht war ich irgendwie schon drauf. Vielleicht irgendwie Bauprojekte abgeschlossen oder sowas. Naja, dann mach du das Lagerhaus dann fertig. So viel sind das gar nicht. Wollen wir jetzt noch das Baumstimmen? Das, wenn wir die noch holen, wie viel sind? Na, ich glaube, die 21 schaffen wir die Folge. Ja. Wohl, jetzt einfach keinen Baum mehr fällen. Jetzt schauen wir mal. Es waren relativ viele Baumstämme, was du da hattest. Ja, aber ich glaube, keine 21 mehr. Leider. Nee, das nicht. Leider. Aber wir müssen jetzt dann aufhören. Alter, wie ist das nicht so weggerollt, alle? Ja, weil es hier bergab geht. Wow, ja, schon, ich, aber. Ich hab hier echt ganz schön viel gehabt. Shit. Ist da noch irgendwo was? Oh, Alter, da hinten geht. Oh, holy shit. Ja, wie gesagt, da sind noch relativ viele Baumstämme unterwegs. Ja, unterwegs so haben wir jetzt ist das richtige Wort. Gepärt ihr nämlich. Achso, ich glaube, das waren es eher, oder? Das müssten alle gewesen sein, ja. Passt. Also ganz knapp schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Ich mach hinter mir zu. Ja. Das muss ich noch ein bisschen üben. Schnell, in Schnelldurchlauf zumachen. Ja, das Problem ist halt, dass man da die E-Taste drücken, gedrückt halten muss bei diesem Kern. Und dann kann man jetzt so schnell raus switchen. Ah! Ja, zum Arschlecken, ja. Ja, zwei Bäume haben wir nicht geschafft. Aber ich bin da doch weitergekommen, wie ich jetzt dachte, ne? Ja, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ja, weil es nur noch eine Blaupause ist. Ja. Das ist wohl vorher auch schon draufsprungen. Ja, aber da können wir eigentlich direkt dann weiterbauen, weil eigentlich ist der Turm ja noch nicht fertig. Aber ich mag das. Ach, eigentlich. Das ich mag die Farbe da jetzt ändern. Erinnere sie, mach. Moment mal. Oh, 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 oh. Ich glaube, man kann es vielleicht doch für Leichen herstellen, das Ding. Wenn du auf diesen Wagen gehst und R drückst, kannst du durchswitchen zwischen Nein. Stein, Stöcke und da ist auch dieses Leichenbild. Oh mein Gott. Das könnte sein, was? Es hätte funktioniert, aber es ist zu kurz. Nicht dein. Ah nein! Doch, ich komme hoch. Ja. Ey, was waren das für Schreie? Holy shit. War das ein Wolf? Ey, wieso fehlt hier eigentlich so ein Ding? Nein. Wo? Achso, weil es hier hoch geht. Ja, weil hier Eingang ist.
Naja, aber es funktioniert doch. Hat funktioniert. Geil! Das war mein geil! Fall. Ah, das ist mit einem Seil funktioniert, hätte ich es irgendwie gar nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich dachte, ich muss so eine Plattform hinbauen und so. Oh, da sparen wir uns Zeit und Baumstämme, wenn wir uns diese scheiß Treppe nicht bauen müssen. Alter, unser Lager ist ganz schön groß, ne? Wenn du das mal anschaust. Holy shit. Ja, geil. Alter, das sieht richtig schön aus. Ah, aber wir müssen hier oben eigentlich mal erweitern. Kann man hier oben jetzt noch Plattformen hinbauen? Boah, ich dachte, ich hätte gerne Seilrutscher von hier irgendwie raus zum Notding. Oh, das wäre so geil. Oh, das wäre. Oh. Aber ich glaube, das geht nicht. Ey, wir müssen jetzt aber die Folge beenden, weil wir sind schon wieder über Länge hier. Ja, Moment. Boah, das freut mich voll. Ich bin ganz voll happy. Happy. Was war das jetzt? Kann man eigentlich alles wegstecken? Nee, man muss immer irgendwas haben, weil ich hätte gerne hier so. Moment, eigener Boden. Konnte ich jetzt. Kann ich hier. Achso, erweitern meinst du? Okay, Moment, eigener Boden. Kann ich jetzt den eigenen Boden hier dann so hin? Ach, und wegen dem Seil, da stimmt, jetzt wurde mich erinnert, könnte man vielleicht irgendwie vielleicht so eine Plattform dran klatschen irgendwo unten und dann von da ein Seil nach da ein Seil. Ja. Geil. Aber gut, ich finde, mit dem Seil finde ich ein bisschen, die hätten das schon so weit machen können wie bis zum Boden halt. Ein bisschen. Wäre ganz nett, ja. Hammer. Freistehende Seilrutsche, Baumseilrutsche. Das sieht man mal, wie das aussieht hier, ne? Wie wild und. Aber guck, die zwei Bäume da, die keine Ahnung, so Mini-Bäume. Ja, doch, man kann hier eine Seilrutsche bauen. Was? Aber. Man kann echt eine Seilrutsche bauen. Man kann hier von oben starten lassen, irgendwie. Aber ich glaube, da müsste hier noch eine. Das machen wir nächste Folge. Komm, das bewarten wir für nächste Folge. Ja. Komm. Ideen für die nächste. Ja, aber Folge. Ist es möglich? Also man kann hier eine Seilrutsche bauen. Das schaffen wir. Das wow, geil. Okay, dann mit dieser Aussicht. Ah, sind sie? Boah, das ist jetzt echt geil. Hier kommt ihr nicht hoch. Scheiße. Nein, hör auf! Nein. Hau ab! Lass uns unsere Mauer in Ruhe. Ach, verdammt. Ja, das ist gerade irgendwie doof. Was machen wir denn? Warte, ich geh mal kurz runter und reparier. Vielleicht verliert der. Er hat aufgehört, glaube ich, oder? Naja. Es funktioniert, ich habe schon zwei Headshots verteilt. Drei Headshots. Okay, die anderen laufen weg. Ernsthaft? Von da oben? Ja, drei Headshots habe ich gerade gemacht. Krass. Die können wir jetzt direkt holen. Da ist ein Hase. Na gut, aber jetzt beenden wir erstmal die Folge und dann können wir es. Ich habe einen Hasen erlegt. Was zum Teufel? Ja, Mann. Geil. Okay, der Turm bringt plus 50% Präzision. Oh, ich rutsch. Hä, hey, du bist ja oben. Warte, ich wollte zu dir. Lol, die sind echt alle tot. Was zum Teufel? Geil. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.